breites Spektrum menschlicher Gefühle. Ich habe gedacht, hoffentlich verletzt er sich nicht. Ich fühlte mich verantwortlich. Ich habe manchmal nicht die geringste Ahnung, was in deinem Kopf wohl so vorgeht. Und die Geräusche, die du machst, kenne ich erst recht noch nicht. Wenn du Fragen hast, sag Bescheid. Okay, das mache ich. Ich dachte, das hätte ich gerade getan. Wieso liebst du mich? Wieso liebst du mich? Jerry, kann ich reinkommen und bei euch fernsehen? In einer Aber nur ein Minute, paar Minuten, Kumpel. Halt durch, er läuft hier schon nicht weg. Ich weiß. Können wir über was anderes reden? Ich glaube nicht. Ich habe keine Begabung für Smalltalk. Aber deshalb liebst du mich ja auch, oder? Mir ist sehr persönliche Betreuung gelegen. Das ist mein Leben. Ich bin 24 Stunden am Tag für Sie da. Ich bin jetzt im Büro, rufen Sie jederzeit an. Morgen bin ich in Phoenix. Zum Monday Night Football. Ich könnte gleich weiter nach Indiana. Dienstag um 11.30 Uhr kann ich da sein. Schenken Sie mir nur 20 Minuten. Ich erwarte nicht gleich eine Antwort von Ihnen. Am besten ich rufe Sie morgen an. Ich wünsche Ihnen noch einen ruhigen Tag und richten Sie Douglas schöne Grüße von mir aus. Ja, gerne. Wird sich freuen. Alles klar, danke schön. Ihnen auch, Mary Lee. Auf Wiedersehen. Indiana. Ich fliege hin, am Dienstag. Es ist meine Schuld. Was? Es ist nicht fair, diese ganze Sache dir gegenüber. Komm her. Komm her. Erzähl mal. Ich will dir helfen. Ich habe dich ausgenutzt. Und was das Schlimmste ist, ich bin nicht allein. Das Kind habe ich auch noch hineingezogen. Ich war irgendwie auf einem wilden Trip. Ich habe gedacht, ich wäre so verliebt, dass es für uns beide reicht. Ich habe so getan, als hättest du mir im Auto einen echten Antrag gemacht. Dabei war er vermutlich nur hypothetisch. Ich habe das angerichtet. Tja, und jetzt kann ich wenigstens die Konsequenzen daraus ziehen. Ich bin keiner von denen, die weglaufen. Ich halte durch. Danke, ich will nicht, dass du durchhältst. Was willst du dann? Ich weiß nicht. Meine Seele oder sowas? Ja, wieso nicht? Ich hätte das verdient. Was ist, wenn ich nicht so veranlagt bin? Das Ganze war, glaube ich, ein Fehler. Nein, vielleicht bin ich wirklich so. Das heißt, toll in Freundschaften, mies in intimen Beziehungen. Ich meine, wenn das schon das Thema von meinem Junggesellenfilm ist, mein Gott. Ich weiß, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gewissermaßen auswendig gelernt. Ich kann nur schwer aufgeben. Bitte, Jerry. Mein Drang, aus allem das Beste zu machen und dein Drang, immer verantwortungsbewusst zu sein. Wenn das jetzt keiner von uns offen ausspricht, vertun wir vielleicht 10 Jahre mit Höflichkeiten. Betrachten wir die nächste Reise, die du machst, einfach als das, was sie tatsächlich ist. Eine schöne lange Pause. Was ist mit Ray? Ihr zwei bleibt Freunde. Freunde? Ja, Freunde. Natürlich bleibt ihr Freunde. Ich gehe mit ihm in den Zoo. Also ist die Pause in Wahrheit ein Schlusspunkt. Bitte, Jerry. Du weißt, das ist nicht leicht für mich.
Naja, für Außenstehende sieht das alles super aus. Ich habe den tollsten Mann von allen. Und er liebt meinen Jungen. Und ich weiß auch, dass er mich irre gern hat. So kann ich nicht weiter existieren. So bin ich nicht veranlagt. She's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away. Wenn das nicht lebendig ist, wird das hier auch nicht mehr. Es war doch bloß ein Wegweiser.